Name ist der Nero EP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Ja, ein neuer DLC-Charakter ist rausgekommen. Das heißt, ich muss wieder das Spiel rauspacken. Also ich muss nicht, aber und auspacken muss ich eigentlich auch nichts, weil das Spiel ist auf der Konsole installiert. Aber ja, ihr wisst, wie das hier abläuft. Ne? Ist der letzte Kämpfer vom Kämpferpass, vom ersten Kämpferpass. Es wurde schon wieder ein neuer Kämpferpass angekündigt mit 6 Charakteren. Das ist doch nicht schlecht, oder? Das bekommen irgendwann in der Zukunft noch mal 6 weitere Charaktere, aber mit diesem Kämpferpass sind wir jetzt erstmal hier fällig und ich würde sagen, wir gehen dann jetzt und spielen den klassischen Modus mit unserem neuen Kämpfer. Und zwar haben wir Byleth, ich weiß nicht, wie der Name ehrlich gesagt ausgesprochen wird, aber Byleth von Fire Emblem Three Houses, der Hauptcharakter von Fire Emblem Three Houses, den man spielt und ja, und auch in der weiblichen Version natürlich. Und ich sehe sofort die Haarfarben, Anlehnung und so. Das sind Beile. Was, wenn ich weiblich bin? Auch Beile. So, Dimitri, Edelgard, Cloud. Ich nehme an, Sottis, ja. Und das sind die, wenn die, wenn man weiter in der Story ist. So. Ja. Erben des Emblems. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß. Ich bin schon der Meinung, wir haben zu viele Fire Emblem Charaktere. Ich meine, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir haben wahrscheinlich schon einige verpasst, ne? Robin finde ich jetzt nicht. Und ja. Ich muss nicht unbedingt einen Repräsentanten von jedem Fire Emblem haben, aber ich bin natürlich auch nicht als großer Fire Emblem Fan sehr betrübt, dass wir einen bekommen haben. Aber ja, sagen wir, fangen schon mal an. Kleiner Fun Fact: Auf meinem englischen Kanal bin ich gerade Fire Emblem Three Houses Let's Play. Schon seit Ewigkeit nicht mehr fortgesetzt, aber ja, irgendwann werde ich schon mal weit spielen. Und ja. Und natürlich gegen den, ja, natürlich nehme ich die weibliche Version, weil die viel besser aussieht. So, bevor wir jetzt hier reingehen, erstmal gucken wir mal. Mit neutral drücke den Knopf kurz, um Pfeile aufzufeuern. Rückhalten erzeugt einen mächtigen Lichterstrahl. Erretbar ein bogenförmiger Vorwärtshieb. Anfangs Schwert des Schöpfers. Extrem stark, macht dich aber äußerst angreifbar. So, und dann haben wir Himmelspalter der Schafferin. Ein Vorziehen verlangen. Okay, wenn wir schon rausfinden. OKP. Boah. Ja, die ganzen Waffen, das sind alles, glaube ich, die legendären Waffen von den Hauptcharakteren. Die sehen alle irgendwie so krass aus. Wir selbst haben das Schwert des Schöpfers. Das hier. Das ist Peitschenschwert, das wir haben. Und ja, Fire Emblem Three Houses macht schon Bock, aber ich komme einfach nicht hinterher, weil ich hier auf diesem Kanal so viele Let's Plays habe und ich komme einfach nicht dazu, irgendwie mal weiterzumachen mit dem Spiel. Deswegen, ja, ich würde sehr gerne mal weiterspielen. Das Spiel äußerst Bock. Macht auf jeden Fall mehr Bock als letzte Fire Emblem Spiele. Ja, die kenne ich aus Fire Emblem. Ich glaube, wir haben mehr Fire Emblem Lieder jetzt hier drin, kann das sein. Das glaube ich auch Fire Emblem 6, ne? Boom. Hier so wie Ganondorfs Mega Punch hier. Sehr langsam, vollmächtig. So, Ike und Ike. Noch Ikes Thema. An diese Lieder alle schon drin, ne? In dem Spiel. Irgendwie ist sie voll überpowered, oder will ich mehr nur ein? So, wir spielen ja auch gleich noch das Geisterbrett und ich hoffe wirklich, dass es keine Spoiler sind. Ich bin schon ein bisschen weit, also
so viel von dem Spiel ist, glaube ich, nicht mehr übrig. Glaube ich, ich weiß es jedenfalls nicht. So, eine Waffe weg. Perfekt. Und ja. Professorin gewinnt. Ja. Das Sensei. Wir mit japanischer Sprachausgabe. Wir sind ein Lehrer von einer riesigen Schule da in dem Spiel. Und ja, am Anfang des Spiels muss man sich eine von drei Klassen aussuchen und je nachdem, welche man sich aussucht, läuft die Story ein bisschen anders. Ich weiß es natürlich jedenfalls noch nicht. Ich habe bis jetzt nur eine gespielt. Ich habe die Klasse der blauen Löwen genommen. Danach, dann gibt es noch, glaube ich, irgendwie schwarze Adler und goldenen Rehe, also auf Deutsch übersetzt. Ich nehme an, die heißen so auf Deutsch übersetzt. Sind übrigens ja voll am Gewinnen gerade. Ohne Probleme. Bereit? Los! Wir machen aber auch Schaden, ne? Oh. Den Angriff bin ich. Doch, ich nehme, glaube ich, voll viel Schaden, wenn ich irgendwie diesen Angriff einsetze. Gott, ja, okay, ja. Ich frage mich jetzt. Nein, ich wollte eigentlich graben. Oh. Okay. Ja, komm. Schade. Diesmal nicht beim ersten Versuch. War so ein guter Trend in letzter Zeit. Ich peitsche dich aus. Ich sehe aber noch nicht die neue Level, die war, die auch hinzugefügt worden ist. Willst du euch das Schwert des Schöpfers? Das ist Schwert und Peitsche, was machst du dagegen? Okay, wollte schon sagen. So, okay, komm schon, acht irgendwas. Wenn wir auch nur schaffen. Ja. Oh. Und wir haben alle die Farbsets von Edelgard, Dimitri und Cloud. Wenn wir schon von denen reden, dein Hintergrund ist einer von denen. Dimitri. Der Hübschling, der irgendwie voll zum Edgelord wird. Spoiler. Im Spiel gibt es irgendwann so ein 5 Jahre Timeskip und der Typ in der Mitte mit den blauen Klamotten, also der Hübschling. Ah. Da ist Edelgard. Vielleicht gesagt, wir werden erst der Level sehen, wenn es geht. Das ist sowieso schon vermasselt. Die schwarzen Adler, ne? Wer ist da noch? Ich glaub, links von Edelgard Petra. Ganz links ist. Hey, nicht. Ich kenne nur meine Klasse. Wie heißt der nochmal? Ey? Schon viel zu lange her, da ich mehr gespielt habe. So, hier sind die gelben Rehe oder goldenen Rehe. Ganz links ist Hilda. Ganz rechts ist, ich glaube, Leonard. Und in der Mitte Cloud. So. Komm zu nerven. Oh. So. Das war, haben wir alle die Charaktere mal gesehen. Trotzdem voll viele Punkte bekommen. Was? Gut. Muss das Spiel mal weiter spielen, ey. Ich komme einfach nicht dazu. Ich habe so viele Sachen hier auf diesem Kanal. Ich komme einfach nicht hinterher. Lange von mir eingesetzt. Also, man hat alles ein. So, ich habe eine Idee. So. Okay, so viel dazu. Okay.
Pause hier. Wie gesagt, ich bin nicht so weit in dem Spiel, deswegen hoffe ich, dieses Geisterbrett ist nicht voll mit Spoiler oder so. Das wird mir ein bisschen, weiß nicht, die Suppe versalzen gerade. So, und ihr beiden. Okay, wenn jetzt hier, wenn wir jetzt gegen Rathalos gekämpft hätten, dann was? Ich hoffe, ihr seid auf meine Seite. Alter. Von meiner Axt raus. Wäre mal gut, dabei endlich mal einen Axtkämpfer mehr oder weniger haben. In diesem Spiel. Vom Fire Emblem jedenfalls. Das Spiel kommt gar nicht hinterher. Oh Gott. Oh nein. Ja. Super. Hey. Da komme ich jetzt. Setze jetzt ein Ticket ein. Könnte mich nicht aufhalten. Wow, die sind auch alle. Auch alle respawned. Los geht, meine Schüler. Ausgezeichnet. Okay. Ja, 12 Minuten. Stimmt, so lange dauert ja nur. Da kommen 9 irgendwas. Kommt 9 irgendwas. Ich bin einmal verrückt. 9.3. Okay, dann noch. Erster Versuch. Ich meine, ja, zweimal verrückt. Aber liegt ja immer noch voll viel Zeit dazwischen. Ich vermisse ein bestimmtes Lied. Das ist das Hauptthema von dem Spiel. Der Lied kommt mir auch nicht bekannt vor, echt. Gott, aber cooler Charakter, ja. Ich finde gut, dass man jetzt alle Waffen endlich mal hier vorhanden hat von Fire Emblem und nicht immer nur Schwertkämpfer. Weil es gibt nicht nur Schwertkämpfer in Fire Emblem, es gibt auch Axt- und Lanzenkämpfer. Das sind so drei Hauptwaffen und Bogenkämpfer. Bogen haben wir auch, ja. Stimmt, ja. Und Magie, aber Magie haben wir ja schon. Man kann ja in Free Houses jeden Charakter jede Waffe geben, also macht es irgendwie Sinn, dass Violet irgendwie jede Waffe springen kann. Theoretisch kann er oder sie auch Magie anwenden, ne? Aber das wäre ein bisschen zu viel. Ich meine, wir haben schon 3 legendäre Waffen, das ist schon voll overkill irgendwie. Der Hauptcharakter an sich ist schon voll überfordert in dem Spiel, finde ich. Übelst viel Schaden, das ist gar nicht mehr normal, ey. Ich weiß nicht, doch mit meinem Hauptcharakter voll schwachen Waffen herum und ich krieg trotzdem irgendwie alles weggepustet. Schon irgendwie unnormal. Das Spiel an sich ist auch, glaube ich, nicht so schwer, aber so ein richtig großes Problem hat er noch nicht in dem Spiel. Ja, vielleicht wie man da liegt halt daran, dass man weniger Charakter hat. Man muss ja am Anfang für eine Klasse entscheiden, welche Klasse man unterrichten will. Und da hat man irgendwie so einen Haufen Charaktere, ich glaube so 10 Charakter pro Klasse, die im Laufe des Spiels spielen kann. Normalerweise hat ja eine ganze Armee von Leuten in meinen Fire Emblem. Du musst immer so auf, weiß nicht, auf 10 so begrenzen, die waren bis zum Ende hier irgendwie in dem finalen Kampf und so hier mitnimmst. Weil wenn du alle trainierst, dann hast du irgendwann nicht stark genug Leute, die am Ende zu stark sind oder so. Und dann macht das Spiel nur ein bisschen schwieriger. So. Ja. Ja, dann hat T-Zeit mit dem Spiel. Man kann seine Charaktere zum Tee einladen. Das war, glaube ich, Violet, männlich. Da muss ich extra noch mal weiblich kaufen.
Nino und Fire Emblem 7. So, okay. Gehen noch mal direkt in den Shop rein und gucken mal, ob wir die weibliche Version von Violet kaufen können. Ja, haben wir schon da gesehen. Sotis war auch da. Nur vor allem halt bei bestimmten Schaden einmal extrem. Das klingt da auch nicht schlecht. So, das ist so, weiß ich nicht. Oh, die sind neu. Tetris Geister. Okay. Ja, so, das ist irgendwie so, ich glaube die Göttin. Ich bin noch nicht so weit, aber die hat irgendwie so, so ein Göttinnen Vibe. So, hier war das, ne? Ne, hier. Die DLC Geister. So, und ich hoffe, wir sind jetzt nicht voll die Spoiler drin, ne? Ja, ich merke gerade, ich habe extra hier gerade Sots gekauft und die kriegen wir wahrscheinlich hier irgendwo, ne? Ja, habe ich mir gedacht, egal. Oh, das hat Intro. Kenn ich gar nicht auf Englisch, ich kann nur auf Japanisch. So, Dorothea, so hieß die. So. Warte mal, ich habe falschen Charakter. Ich habe noch Terry. Nein. So, das ist eins der Kampfthemen von Three Houses. Das Thema, das man gerade gehört hat mit den Lyrics, das ist von, das hat Intro des Spiels auf Englisch. Nein, ich bin am Schlafen. Schon wieder. Mal auf mich ein, ja, Dorothea war ja eine Sängerin, genau. Deswegen. Was dann? Ja, die war doch eine Opernsängerin, deswegen kämpfen wir ja gegen Pummeluff. So, ich muss einen anderen Charakter wählen. Nochmal, nochmal. Ingrid. Von dem blauen Löwen, meine Kavalierin oder Pegasus-Reiterin auch. Ich habe auch gesehen, wir können auch, ja, so sehen die nach dem Timeskip aus. Sie haben sich irgendwie, weiß ich nicht, haben die irgendwie so, obwohl das sieht ein bisschen dunkler aus als, ja, die haben sich irgendwann mit Sotis irgendwie so verbunden, mit der fusioniert, haben irgendwie so göttliche Kräfte. Die haben sich mehr oder weniger in Super Saiyajin Grün verwandelt. Oh, Dimitri und Dedu. Mein Tank und Edge Lord Dimitri. Der sieht so krass aus nach dem, nach dem Dings kann man irgendwie ranzoomen. Ja, der sieht voll krass aus irgendwie. Nach dem Timeskip, ey. Schwarze Rüstung, so einen blauen Umhang hat er, glaube ich. Zerzauste Haare. Eine Augenklappe, ey. Will einfach alles und jeden umbringen. Ja, du hörst mal mit meiner Ultimate. Ja, so, Hilda von den goldenen Rehen, Golden Deer, Gold Deer, die ist doch Rehen, ne? Ja, eine Axtkämpferin, okay, doch die bei der Magierin. Vermisse irgendwie, boah, wie ist sie noch mal, Bernadetta? Ist irgendwie ein Fanliebling, warum ist die nicht hier als Geist vorhanden? Die ist mehr oder weniger die Nata irgendwie von Fire Emblem, irgendwie noch schlimmer. Ich muss mal mit der durch die Tür reden, ne? Wenn die irgendwie
wenn ich nie, weil irgendwie niemanden in ihr Zimmer rein lässt. Muss ich sie mal mit Kuchen auslocken. Einige Leute denken sich, worum geht es eigentlich in Fire Emblem? Was? Das klingt jetzt irgendwie nicht nach Krieg oder so. So. Ich habe gerade 15.000 Gold irgendwie rausgeballert für. Ja, da regt mich jetzt ein bisschen auf. So, ZF. Der Bruder und Vater. Das habe ich bis jetzt immer noch nicht so verstanden. Von einer meiner Lieblingscharakteren im Spiel. So. Oh nein. Also ja. So, wo ist ja ein Drache? Ich erwarte einen Drachen. Das ist ein Drachenreiter. So müsste euch irgendwo ein Drache vorbeikommen jetzt. Experimentieren so. Am Ende des Parts der richtige Zeitpunkt. Ne? Was sollte das seine Schwester sein? Nee, die Bewohnerin, die ich gerade erwähnt habe. Warte mal, lass dich mal. Warum treffe ich irgendwie treffe ich nichts mit ihr? Damit mal treffen. Also, oh, da ist er voll. Wenn jemand damit trifft, ne, am Abgrund, ne, oh, und sterben. Ja, ich muss eigentlich so wenig Zeit hatte. Alles klar. Gut, hier haben wir die drei Hauptcharaktere, die drei Main Lords, Edge Lord, ich meine Edelgard und also in meinem Playthrough jedenfalls sie die Hauptbösewichtin. Ich weiß ja nicht, wie das abläuft, wenn aua, ich die schwarzen Adler genommen hätte. Weil Dimitri will sie jeden Preis jetzt umbringen. Au. Alter, das macht voll Schaden, ey. Von nein ich na oh, so ja. Auf Level 99 Evolution Mac. Oh, dann sieht man die wahrscheinlich wie die nach dem Timeskip aussehen. Ey, oh, da will ich mal zeigen. Ich will mal Dimitri zeigen. Edge Lord Dimitri. Ich hoffe, der kann sich auch irgendwie entwickeln. Aber das sollte du sein, ne? Der Tank meiner Klasse. Bist dich? Nein, ich wollte das gar nicht. Das bedeutet nochmal Waldboa. Waldboa Eber, wilder Eber oder so, ne? Irgendjemand bezeichnet Dimitri immer als wilden Eber oder so. Ja, ich hab mal. Lass mal mit deinem Land fahren. Das irgendwie voll passen. Okay, die kann man alle weiterentwickeln. So, Cloud. Warte mal, der Name klingt doch genauso wie der von den einen Typen. Oh Gott. Okay. Warte mal. Aber es war hier. Oh, meine Steuerung verdreht. Gott. Okay. Was? War voll einfach. So, was braucht man eigentlich nochmal, um die weiterzuentwickeln? So, Rhea. Unsere. Ja, weiß ich nicht.
hohe Priesterin von der Akademie, wo wir drin sind. Den Punkt, wo ich gerade bin, muss ich gerade erst suchen. Also. Und die kann sich in den Drachen verwandeln. Spoiler übrigens. Kann sich voll in den Drachen verwandeln. Ja, kaum rede ich davon. Boah, wenn ich zum Glück bin ich schon so weit. Zum Glück war ich schon so weit, ne? Sonst wäre das, glaube ich, ein kleiner Spoiler gewesen für mich. Ich habe mich getroffen. Ich finde das so gut, dass sie so einen Angriff haben. Ich liebe diese Pfeife, diese Dauerangriff haben. Er kommt nicht damit klar. Ah. Ah. Was mir die an? So. Alles klar. Und Zottis. Gegnerische Ultras Mesh ist plötzlich breit. Wir haben unsere noch nicht gesehen. Das regt mich ein bisschen auf. Das Gefühl, die kann sich auch in Drachen verwandeln. Aber die ist jetzt eins mit mir. Oh Gott. Okay, hatte ich recht. Das Kostüm ist eine Anlehnung an. Ja, okay, wir werden so oder so jetzt im Final Smash irgendwann sehen. Also warte, das muss jetzt mal ein für mal sehen. Danke. Okay. Ein bisschen unspektakulär, wenn ich ehrlich bin. So ein Bild von Zotis einfach im Hintergrund reingehauen. Dann einfach irgendwie so ein Wirbel. Oh Gott, schon wieder. Oh, nee, nee, nee. Da, nee, 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 ja. Wenn ich mein mal fertig mache. So überpowert kommt die mir jetzt nicht so vor. Also. Alter. Oh, ich liebe dieses Lied. Oh Gott, mein Gott, hat eine Reichweite zum Glück. Nein. Oh, ich hab doch irgendwie. Oh Gott. Oh, das hätte ich irgendwie rein. Also wie heißt, wenn du mir jetzt mal. Oh, die hat das sogar umgedreht im letzten Moment. Peitsch. So, und du fliegst jetzt raus, pass auf. Sehr gut. So. Haben wir das auch geschafft. Innerhalb von 30 Minuten. Und Geld. Oh, ich liebe dieses Lied. Wollen wir die eure japanische Version haben? So, jetzt will ich mal die 3 hochleveln. Wenn ich jetzt bis zu jemand noch mal machen, ne? Ja, wie macht man das nochmal, ne? Stärken. Irgendwas braucht ich dafür, ne? So. Ich habe genug für jeden hier. Ja, sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. Höchst Level. Evolvierbar. Jahre später, klar, 5 Jahre später, heißt sogar so. So, dann Ilgard. Spoiler übrigens, so Family Free House. Aber ist ja nicht schlimm, ne? Ist ja jetzt auch schon älter, ein bisschen, so ein Jahr alt oder so. So, hier haben wir Kaiserin Ilgard, mehr oder weniger. Hauptbösewicht in meinem Pfad jedenfalls.
Und jetzt pass auf, das ist die geilste Transformation überhaupt, ey. So, guck ich den Typen jetzt einmal an, ne? Also das ist so ein typischer Marv irgendwie, so ein Schönling irgendwie, so voll braver Junge und so, und der benimmt sich auch so, und dann 5 Jahre später haben wir Edgelord Dimitri. Oh, deine Tochter nennt auch mich Daddy. Okay, so, sonst niemand, ne? Noch irgendwas anderes von den alten Dingen hier noch. Stiche, Jinjos, keine Ahnung. Seid neu, glaube ich. Was mal typisch, keine Ahnung, ne? Das hier, was ist das? Der hammerstarke Jinjo, na, was? Die sind noch alle vom letzten Part hier, ne? Kann ich noch irgendwas hier weiterentwickeln? Der rote Launenkönig, oder Leuenkönig oder irgendwas. Und irgendwas ist da jetzt gerade wieder draußen am Arbeiten. Ach, der ist das, okay. Kenn ich aus Hyrule Warriors, König von Hyrule. Ja, der ist ein Schiff irgendwie so, ich verstehe das auch nicht so. Ich spiele nur das Spiel, ich kenne die Lore nicht. Noch immer noch mehr. Einmal nicht schon. Okay, egal. Alles klar, gut. Möchte irgendwas kaufen? So, irgendwas Neues hier? Nein, okay. Ich kaufe mal ein Ticket für das nächste Mal, dass ich wieder aufnehme. Gut. Was war noch immer sein wird, wenn der nächste DLC-Charakter auskommt. Stehen jetzt wieder 6 offen, und ja, dann seht ihr mich wieder hier in diesem Projekt. Gut, ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen, und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.